Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, meiner aktuellen Serie, wo ich Crastoria spiele. Und letztes Mal am Ende haben wir uns entschieden, dass wir uns um die Eisenbahnmaterialien kümmern, so dass, wenn wir soweit sind und Eisenbahn brauchen, wir alles haben. Nun müssen wir aber rausfinden, was brauchen wir denn für die verschiedenen Dinge, denn die sind nicht immer nur aus den Grundmaterialien, sondern können ziemlich komplex sein. Ich denke, wir fangen hier mal mit Gleis an. Die brauchen auch Stahlträger. Machen wir die Stahlträger hier oben. Gut. Und braucht sonst noch was daraus Stahlträger? Die Güterwaggons. Okay. Das heißt, hier oben kommen Güterwaggons hin. Die brauchen Zahnräder. Machen wir Zahnräder hier hin. Und dann müssen wir schauen, wie wir die Materialien da hinbekommen, wo wir sie brauchen. Was braucht sonst noch? Zahnräder? Nein. Okay. Hier die Tanks, die brauchen auch Zahnräder. Das heißt, die kommen wir da rein und da brauchen wir auch Rohre machen wir hier und für Tanks, da brauchen wir Eisenträger und können wir, oder brauchen wir sonst noch irgendwo Eisenträger? Mir nicht angeschaut habe für die Motoren. Für die Motoren, da brauche ich auch hier beides. Mache ich die Motoren hier hinten? Eisenträger. Gut, dann fehlt uns eigentlich nur noch die Lokomotive, die Signale. Die Signale und dann hier die da, und weil die ganz am Ende stehen, können wir hier Eisenstangen machen. Gut, das heißt, das gehört mal so rum, das so. Das so, das so, und so. Dann denke ich hier, da brauchen wir Eisen. Wir brauchen einiges an Eisen.
das getrost hier ein ganzes Band voll machen. Dann brauchen wir hier noch Stein, da Stahl. Machen wir doch hier mal Stahl hoch. Hier brauchen wir Stahl. Hier brauchen wir die Zahnräder und Eisen. Hier brauchen wir Stahl, Zahnräder und die Das müssen wir, glaube ich, so machen. Stahl. Okay, da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir noch nicht alles. Eisenplatten und Eisenträger. Gut, da haben wir alles. Dann hier Stahl. Und dann denke ich, schließen wir das doch mal an. Raus. Und dann hier haben wir Stahl. Und dann denke ich hier. Machen wir mal Stein drauf. Ah, Stein liegt gar nicht auf unserem Bus. Wir müssen uns Stein besorgen. Und hier oben, da geht's noch. Aber da wird's etwas eng. Und da haben wir gar keinen Platz mehr. Das heißt, müssen wir hier unten reinbringen. Und wir haben hier oben haben wir Stein. Ha, wie geplant. Dann müssen wir hier rüber gehen. Und eigentlich gehört das so. Wahrscheinlich die Förderwände aus.
aber machen wir das doch sauber hier. Das war unser Stein. Gut, Stein kommt. Das heißt, hier hinten brauchen wir dann die hier. So, Stahlträger. Na, da fehlen uns noch die grünen Schaltkreise plus. Ah, ja. Das müssen wir irgendwie da ranbringen. Das schaffen wir so. Was uns da noch fehlt, ist dann Eisen. Machen wir so. Und da machen wir noch eine extra Kiste hin, wenn wir schon Motoren produzieren. Und hier einmal von dieser Seite, einmal von der Seite. Hier sieht es gleich aus. Also einmal Stahl, einmal die grünen. Haben wir hier die Eisenträger. Und da brauche ich noch Untergrundbänder. Und dann brauchen wir ein paar Kisten, wo wir die ganzen Materialien drin versorgen können, die wir produzieren. Wir werden nicht viel brauchen. Wenn wir die hier in der Mitte zusammennehmen, können wir das so machen. Thank you.
machen wir das wieder gleich. Je ein Stück. Und hier unten. Ich denke, von den Gleisen werden wir etwas mehr brauchen. Gut, dann einmal Strom bitte. Wir machen Tankwaggons. Wir würden auch Stahlträger, die Waggons machen, wenn wir genügend Stahlträger haben. Das kommt auch gut. Das war ja nicht einmal so schwer. Und wie wir in der letzten Folge ebenfalls festgestellt haben, werden wir Erzanreicherung brauchen. Und das heißt im Wesentlichen, unser Setup, das wir dafür die Schmelze haben, ist auf lange Sicht nicht gut genug. Denn hier vorne haben wir einfach zu wenig Platz, um die Vorstufe für die Schmelze auch noch hinzupacken. Mehr allzu viel Saft auf der Leitung. Dann packen wir doch da einfach ein paar weitere Dampfkessel dazu. Wahrscheinlich, wenn wir hier das Ganze ausgereizt haben, ja, ich denke, das wird nicht allzu weit reichen. Dann werden wir wahrscheinlich Atomstrom brauchen. Vielleicht in der Übergangsphase etwas Solar Power, weil ich glaube, normalerweise geht es sich bei mir nicht ganz aus, dass ich da den Übergang direkt hinbekomme. Hier etwas Strom übrig. Wie sieht es denn so mit da
Das geht noch. Wir haben hier oben ein paar Förderer, die nichts mehr machen. Dann ziehen wir die doch einfach mal um. Und ich denke, wir werden, hier haben wir ja unseren Bahnhof geplant für die Anlieferung. Und wir können hier, können wir unsere Schmelze planen. Das heißt, auf der einen Seite der Schmelze, was nicht allzu weit darüber geht, könnten wir das sogar mit Förderbändern machen. Aber die Anlieferung wird jedenfalls sicher auf dieser Seite sein. Und wahrscheinlich das nächste, was uns hier ausgeht, wird Kohle sein. Das heißt, wir zapfen dann wahrscheinlich dieses Feld hier an, wo wir Kohle da mittels Fließband rüberbringen. Aber all das in einer künftigen Folge. Also, bis dann und tschüss!